Und warte, ich guck mal so, wie weit wir Ach hier so, kommen. wollen wir. Tja, ich weiß noch nicht, ich höre da draußen schon eine Spinne. Entweder sind die oben drauf oder hier ist halt wirklich demnächst Sense. Nee, ich glaube, so klein ist der Berg jetzt auch nicht. Ah, nee, ich glaube, auf der Seite haben wir sogar ein bisschen Spiel. Ich bin auf jeden Fall mal dafür, dass wir gleich schon mal anfangen, demnächst mal so hinten so ein bisschen Wohnbereich gestalten. Mal gerne machen. Habe ich jetzt irgendwie Motivation drauf? Und vor allem, ich will mich auf der quasi. Ich bin immer noch dafür, dass wir auf der anderen Seite des Berges so wirklich so eine fliegende Terrasse bauen. Also, was heißt fliegend? Sind natürlich mit Stelzen oder so am Boden fest, aber so, dass du da so hingucken kannst mit diesem kleinen See, der da ist, da bin ich voll dafür. Ja, wieso nicht? Gerne. Und halt auch Schlafzimmer. Ups, sorry, und so ein Stuff. Du nicht mehr in der Nähe von dir ab, Ja, du abbauen. rennst mir halt immer genau, wenn der Block weg ist, rennst du halt genau da. Nein, ich renn dir nicht da Doch. rein. Du rennst mir da rein. Aber von mir aus auch das, wenn es dir danach besser geht. Hier. So. Ja. Und schwupp, Ja, eins muss schwupp, es noch, schwuppdiwupp. oder? Ja. Ich habe vorhin nicht gezählt, ich habe einfach mal so ein bisschen freie Schnauze gehauen. Sind sechs Felder und hier sind eins, zwei. Hier. Also. Okay, hier machen wir weiter einen Gang, das heißt hier und dann. Ja, das ist dann auch Sense da hinten. Warte mal, wenn wir das. Das heißt, im Prinzip könnten wir ja. Hier Wassergraben hinsetzen, dann hier Erde. Dann auch hier wieder. Hier wieder eins hinsetzen und da eins und da eins. Sieht es auch direkt wieder viel schöner aus. So, zack und zack Wir und gehen so. noch zwei. Ja. Okay, dann auch hier immer schön wieder den Fluss ausgleichen, damit es einfach keine Strömungen hat, das Wasser. So wie hier. Das ist irgendwie nicht so schön. Oh, da ist Berg. Ausgang meinst du? Ich hätte irgendwie erwartet, dass der tiefer ist. Der Berg. Jetzt ist der Papyrus ausgegangen. Ah, da wird ja bestimmt gleich wieder welcher kommen. Es ist aber immer noch. Ziemlich dunkel hier. Setzen wir einfach da nochmal eins hin. Aber nur vorne und hinten, nicht an die Seite, weil sonst kann der Papyrus da nicht hinwachsen. Ah, okay. Gebe ich dir recht. Papyrus braucht übrigens kein Licht zum Wachsen. Okay, aber ich finde es schöner, wenn hier ein bisschen Licht ist. Und außerdem, vielleicht brauchen die Melons hier ein bisschen was. Jetzt müssen wir nur noch einen schöneren Gang hier rüber schaffen. Aber ich denke, die Farm sollte uns schon recht gut versorgen, oder? Ja, ich glaube schon.
müssen halt die Melonenfarm vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Ja. Und das cool wäre, wenn wir dann irgendwie Karotten oder Kartoffeln irgendwie noch Krieg finden. Kartoffeln habe ich gar nicht gesehen in diesem Spiel. Ja, aber in Dorfbewohnern kriegt man die eigentlich nur. Ah, okay. Ohne jetzt böse klingen zu wollen, aber können diese Dorfbewohner für einen arbeiten? Ich glaube ja, weil die tun doch automatisch auch Felder bepflanzen. Echt? Und so. Ja, aber ich glaube, das ist nur seit dem 1.8 Mod. Ah, okay. Seit der 1.8 Update. Ja, wir spielen hier auf einem Server, der eigentlich Vanilla ist. Das heißt, theoretisch könnten wir sogar mit dem 1.8er Minecraft spielen. Aber ich habe hier noch so ein paar Performance-Plugins drin, deswegen ist es ein Bucket-Server und Bucket, wie ihr alle wisst, gab es ja irgendwie Lizenzprobleme oder sowas, weshalb Bucket halt jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird und man weiß auch nicht, was da kommen wird. Deswegen ist das noch ein 1.7er Server, von daher, wir könnten es tatsächlich mal mit dem 1.8er ausprobieren in der nächsten Folge. Ich habe aber keine Ahnung, wie sauber das dann läuft, aber tja, probieren. Weil mehr als shitty Performance kann ja nicht passieren. Ist ja einfach so. Und dann wissen wir aber auch warum und dann können wir danach wieder auf einen 1.7er gehen. Oder zurückgehen. Ja, wir sollten vielleicht dann Backup oder ja, so logisch. Mache ich sowieso immer. Nach jeder Folge ziehe ich einmal ein Backup. Versteht sich ja irgendwie von selbst. Mhm. Ich habe so oft schon kaputte Minecraft-Server gehabt oder kaputtes Minecraft. Hast du jetzt gerade den Kakao eingesammelt? Ja. Ah. Wieso habe ich den Kakao eingesammelt? Damit ich ihn nicht mehr anfange. Ja, ich habe schon wieder. Ist im Prinzip egal gerade. Wir könnten aber eigentlich drüben noch, wenn wir ein bisschen Platz haben, noch ein bisschen Kakao hinpflanzen, oder? Nee, der Dings ist doch auch 3 hoch. Ah, stimmt. Ja, aber da, wo die Melons wachsen oder so. Müssen wir halt genau gucken. Ich glaube, ich tue unsere Fackeln auf dem Berg abbauen, weil dann bleibt der Schnee nämlich überall liegen. Spinnlein! Na schön, komm her, komm zu Daddy! Birb. Und Erfahrung! Ja, ich finde das cool, dass wir Schnee auf dem Dach haben. Mhm. Deswegen baue ich gerade auch die Fackeln wieder ab. Ah, gute Sache. Melzen sie den ganzen Schnee? Ja, das ist suboptimal. So, ich mag Schnee. Ja, Schnee ist voll toll. Ist auch die schönste Jahreszeit, kalt, also der Winter, finde ich. Ja, das passt gerade irgendwie. Ja, das sowieso. Also bei uns hier ist es arschkalt, überall liegt Schnee. Aber das ist schön so. Ich mag das. Solange man nicht raus muss und Minecraft und Computer. Genau, wir sitzen hier, Bude geheizt vom PC, sitzen hier und philosophieren darüber, ach, wie schön ist es doch, wenn es draußen arschkalt ist und dann, ich will nicht raus einkaufen, es ist kalt. Ne? Ja, so ungefähr. Ich glaube, ich werde mir demnächst auch mal meine eigene Farm hier im Zimmer bauen oder so, genauso wie das hier. Einfach mal so zu den Nachbarn rübergraben und sagen, ja, guten Tag, ich mache jetzt mal gerade eine Farm. Wäre schon witzig. Ja, ich gehe mal Hühnchen füttern. Mach das. Kann ich dir so einen String runterwerfen? Ah, sowas. Ich dachte schon gerade, was kommt jetzt Perverses als nächstes? Er lässt schon die Höhlen fallen, so spät haben wir es doch gar nicht und eigentlich sind wir auch alle nüchtern. Diese Info, ich trage eigentlich auch keine Skins. Tja, wer weiß, wer weiß. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das Coole ist, ich sehe dich, wie du da Hühnchen läufst und den Boden anstarrst. Ah, jetzt sehe ich die Hühnchen. Ah, aber der Wald da vorne hat sich ein bisschen ausgewachsen. Ich habe den da neu gepflanzt. Ach so. Was ist denn, aber den ich gesetzt hatte, den hattest du vorhin abgefarmt, ne? Nee, den habe ich nicht abgefarmt. Ja. Gut. Ja, aber das, wenn ich hier gerade so reingucke in diese Ebene, das kommt voll geil, da ein Dorf zu bauen. Vielleicht finden wir sogar mal ein paar Villager oder sowas, die wir dann halt hierhin entführen können und sagen, los, mach Dorf. Ich weiß nicht, wie man Villager entführen kann. Keine Ahnung. Die musst du schon spawnen. Okay, ja, dann geht's nicht.
Es sei denn. Obwohl, wenn die. Ich glaube, die spawnen automatisch, wenn man Häuser baut. Echt? Also. Angrenzend zum Dorf. Dann müsste halt dann das Dorf sozusagen mit Häusern immer in einem Spawn-Radius ausweiten, bis hier. Oh, da wirst du ja behindert bei. Wäre dann halt etwas viel Aufwand. Ja. Na gut, wir könnten natürlich auch die Community entscheiden lassen, wenn wir dann demnächst in vielen, vielen Folgen coole Dörfer gebaut haben, ob wir dann halt einmal kurz Admin sind und uns da an Villager reinknatschen oder halt auch nicht. Das ist dann, denke ich mal. Was denkt ihr dazu? Schreibt Kommis, Post-its und je nachdem, wie dann die Mehrheit aussieht, werden wir dann halt entsprechend handeln. Also ich denke, das ist dann der sinnvollste Weg. Ich fürchte, die wollen uns leiden sehen. Das fürchte ich auch. Übrigens, ich probiere jetzt auch nochmal das Ding. Übrigens, ich habe ja... Ah, wieso funktioniert der Button nicht? Gut, dass wir drüber sprechen. Muss der Button... Der Button funktioniert nicht. Ah, so funktioniert, funktioniert der Button nicht. Button, wo bist du? Ja, ich bin gerade einmal runtergefallen. Ah. Ich überlege gerade, ob ich das hier ein bisschen ausbaue. Da habe ich so viele Fackeln. Weil wegen Bodennebel? Nun, ich gehe jetzt, glaube ich, Obsidian farmen. Okay. Wenn das okay ist. Ich bastel hier gerade unsere Hütte ein bisschen aus. Kannst du mir mal gerade noch, bevor du runterkommst, ein Stack Steine mitbringen? Stack Steine? Also Cobblestone. Ja, ein oder zwei oder drei. Also Cobblestone. Ja, Cobblestone und ein bisschen Glas. Jetzt haben wir keinen. Noch haben wir noch. In der Sandbox. Ja, 14. Reicht das? Soll ich neues machen? Boah, warum nicht? Ich könnte ein Stick Glas machen. Okay. Nee, machen wir symmetrisch, machen wir die Tür dahin. Das hätten wir auch und dann das weg und dann da einfach der Schönheit halber. Ein bisschen Cleanstone. Komm ich jetzt runter, ich bring dir zwei Stacks. Ja, sehr schön. Es funktioniert im Runterspringen, ja? Ich hab's überlebt. Stell dich einfach oben drauf und drück den Button, weil dann geht die Door automatisch zu. Sodass nicht einfach jemand aus Versehen runterfällt. Zu spät. Das mache ich dann nämlich immer so. Was machst du hier denn? Ich baue unsere Bude aus, weil mir das viel zu eng ist mit den ganzen Kisten. Darf ich hier noch? Ach, was? Ja, nee, ich wollte nur kurz zum Abersee. Ah. Und Obsidian farmen. Ja, aber so, dass es schön aussieht, so dass man quasi, wenn man das Obsidian abgerissen hat, dass dann quasi die Lava wieder hinfließt, weil ich finde so Lava sehen eigentlich recht schön. Die wird dann nicht wieder hinfließen, weil du brauchst dafür jeden. Wir brauchen auf jeden Fall Obsidian. Ja. Ich baue nicht so viel ab. So, können wir auch hier wieder ein kleines Aussichtsfensterchen machen. Man sieht, was hier so einen erwartet. So, und hier weiß man es ja eigentlich eh. So, holen wir mal den ganzen Krams da raus. So, dann können wir einfach hier mal eine Workbench hinstellen. Wo stellen wir sie hin? Stellen wir sie da hin und dann können wir da nämlich eine große Kiste bauen. Das ist so in der Kiste drin. So, gut. Nehmen wir auch das. Zack. Und so haben wir hier eine Kiste, 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 Kiste. Da, Kiste. Und hier drunter liegt Gold. Oh, sehr schön. Mehr Kiste, Steckkohle, ein bisschen Holz lassen wir auch da direkt und Stecksteine. Ein bisschen so. So, daraus könnte ich eigentlich Fackeln machen. Direkt mal aus den Stickies und dem 6 Fackeln. Perfekt. So, was lassen wir noch hier unten? Ja, nee, ist doch, sieht ganz passabel aus.
Also entweder lassen wir das jetzt so oder, ach, ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. Und einen kleinen Ofen, wenn man